Herzlich willkommen heute zu unserem allerersten Live-Talk, den wir hier bei uns auf allen sozialen Medien, auf allen sozialen Plattformen heute stattfinden lassen. Stellt eure Fragen rund ums absolute Trendthema Zucker. Wie ungesund ist er wirklich? Wo ist er überall drin? Was kann man tun, um weniger Zucker zu konsumieren? Ich glaube, für unseren allerersten Live-Talk haben wir einen absoluten Experten da und ich freue mich, heute Dr. Matthias Riedel begrüßen zu dürfen bei uns in der Runde. Kurze Vorstellung, wer ihn nicht kennt, Dr. Matthias Riedel ist ein erfahrener Facharzt für innere Medizin. Er ist ein Diabetologe und Ernährungsmediziner und dem breiten Publikum sicherlich bekannt aus der NDR-Fernsehsendung Die Ernährungsdocs, wo er gemeinsam mit Dr. Anne Fleck und Dr. Jörn Klaasen zeigt, wie bei Krankheiten mit speziellem Essen häufig mehr erreicht werden kann, als immer gleich eine Tablette zu schlucken. Außerdem leitet er als Direktor das Gesundheitszentrum Medicum hier in Hamburg und ist Autor mehrerer Bücher zu den Themen Diabetes und Ernährung. Sein aktuelles Buch heißt Iss dich gesund und in der nächsten Ausgabe von unserer Zeitschrift gibt es dann auch ein Exklusivinterview und erste Rezepte bei uns in der Zeitschrift aus dem aktuellen Buch. Als fachliche Kompetenz und Unterstützung für mich, ich bin nicht alleine hier, ich habe eine Kollegin neben mir sitzen, das ist Iris Lange-Fricke. Sie ist studierte Diplom-Ökotrophologin und ist hier bei uns bei Eat Smarter die Leiterin von der Rezeptredaktion. Außerdem bist du eine Kochbuchautorin und dein Schwerpunkt ist, wie du selbst sagst, die Verbindung von gesunder Ernährung und Genuss. Ich freue mich, dass ihr beide da seid. Wir haben zwei Fragen schon mal so für den Anfang vorbereitet, wo wir glauben, dass sie sehr spannend sind. Vielleicht eine ganz generelle Frage zum Einstieg. Warum ist Zucker denn jetzt eigentlich so schlecht? Zucker ist ein dosisabhängiges Gift. Das muss man mal so sacken lassen. Ja, das stimmt. Und zwar die Menge an Zucker, die wir in Deutschland zu uns nehmen, überschreitet das Maß des Gesunden. Und wir sollten 25 Gramm Zucker am Tag maximal laut Weltgesundheitsorganisation zu uns nehmen. Aber die tatsächliche Menge liegt bei über 100 Gramm, also beim Vierfachen pro Tag. Und wir wissen, dass mit dieser Zuckermenge Arterienverkalkung und damit eben Herzinfarkt und Schlaganfall gefördert wird. Kleine Mengen Zucker, kein Problem, aber diese Verzuckerung, dieser Tsunami an Zucker in unserem täglichen Essen ist eindeutig zu viel und verursacht eine ganze Reihe von Krankheiten. Eine erste Frage, die wir noch vorbereitet haben, ist, wie es eigentlich sein kann, dass ein Stoff, der als Zutat für Lebensmittel seit Jahren doch ja erlaubt ist, so schädlich ist, wie es jetzt neuerdings irgendwie überall heißt. Wenn Zucker wirklich so ungesund wäre, jetzt mal so als provokante Frage, dann wäre er doch sicher längst verboten oder zumindest reglementiert. Das Problem ist, dass Zucker ja überall vorkommt und auch zu unserer normalen Nahrung gehört. Wenn wir uns eine normale Umgebung für einen Menschen vorstellen, so wie wir Menschen früher gelebt haben, nämlich im Wald oder in der Steppe, dann waren Nahrungsmittel mit viel Zucker die Rarität und der reinste Leckerbissen. Und die mögen wir. Und diese Leckerbissen versprachen immer garantiert giftfrei zu sein und unheimlich viel Energie. Nun muss man sich vorstellen, dass wir jetzt in einer eigentlich ernährungsfeindlichen Umgebung leben. Supermärkte voll bis zum Rand mit Produkten, die Zucker enthalten. Bis zu 70-80% der Produkte im Supermarkt enthalten Produkte, die zusätzlich Zucker enthalten. Und das in riesigen Mengen. Teilweise enthalten diese Produkte bis zur Hälfte der Grammzahl an Zucker. Und dieser Flash, diese Masse an Zucker, die führt zu einer Proportion, die nicht mehr gesund ist. Und deshalb ist Zucker einerseits etwas ganz Normales und auch Gesundes im Rahmen. Aber wenn wir beim Vierfachen des Üblichen davon zu uns nehmen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir davon krank werden. Und deshalb ist es auch ganz schwierig, so etwas zu verbieten. Was der Gesetzgeber machen sollte, wären Maximaldosierung. Wir sollten eine Steuer haben, die hoch verzuckerte Nahrungsmittel höher besteuert und eben Nahrungsmittel, die natürlich sind und nicht verzuckert, die eben gar nicht besteuern. Dann wird unser Essen auch gesünder. Wir haben zwei Fragen von Lesern im Vorfeld reingekriegt per E-Mail, wenn ich das richtig sehe. Genau, also auch eine Frage, die jetzt nochmal auch auf die Empfehlung von der Weltgesundheitsorganisation abzielt. Die empfiehlt ja 25 Gramm Zucker am Tag und eine Leserin hat gefragt, ob es da nicht schon sozusagen erfüllt ist, wenn sie einen Apfel isst und ein Glas Buttermilch trinkt. Da
kommt sie ja ungefähr schon auf die Menge, wenn sie jetzt so den Fruchtzucker und auch den Milchzucker anschaut. Ist das so, dass man das dann zusammenrechnet oder ist es eher der zugesetzte Zucker, der bei den 25 Gramm? Es ist der zugesetzte Zucker, denn sonst würden wir diese 25 Gramm mit dem normalen Essen auch reißen. Problem ist eben, dass man die 25 Gramm schon mit 250 Milliliter Limonade erreicht. Mhm. Das ist also wirklich nicht viel. Es bleibt einem dann nichts anderes übrig, als tatsächlich zuckerarm sich zu ernähren. Ja. Die Forderung nach zuckerfrei, das ist illusorisch, das schafft man nicht, das schaffe ich auch nicht. Und ich glaube, ich liege auch zwischen 25 und 50 Gramm, teilweise schon, manchmal vielleicht sogar ein bisschen drüber. Aber das Streben sollte sein, möglichst weg von diesem Zuckerberg. Ja. Eine Frage, die ich mir stelle, vielleicht ist sie blöd. Männer und Frauen, ist da eigentlich die 25 Gramm Zuckergrenze gleich? Ja. Bei den Kalorien ist es ja unterschiedlich, da also, darf man als Mann mehr. Das ist jetzt der Versuch, durch das größere, das höhere Körpergewicht sich noch einen Bonus rauszuhandeln. nein, da wird nicht unterschieden. Aber in der Tat ist es so, wenn man ein 100 Kilo Mensch ist oder ein 50 Kilo Frau ist, dann ist das sicherlich für eine Frau mehr als für den Mann. Da kann man sich so einen kleinen Bonus geben. Aber vorsichtig, da rechnet man sich schnell künstlich hoch. Wie kann ich denn eigentlich meinen Drang nach Zucker kontrollieren? Man muss es mal so sehen. Warum essen wir gerne Zucker? Klar, das hat jeder bei uns genetisch im Programm. Zucker sind Kalorien und der Mensch ist in seiner Entwicklungsgeschichte immer kurz davor gewesen zu verhungern. Das heißt also, der Überlebenskampf ist bei uns so tief im Programm, dass wir Zucker sofort begrüßen. Schon kleine Kinder sind schier wahnsinnig danach. Und dann kommen noch so gesellschaftliche Üblichkeiten dazu. Denn wenn das Kind weint, dann kriegt er noch ein Stück Schokolade zugesteckt. Und so lernen wir dann auch die Trostfunktion von Süßigkeiten beispielsweise. Und das erweitern wir nachher später, wenn wir frustriert von der Arbeit nach Hause kommen, gestresst mit leerem Magen und dann greift man schnell zur Schokolade. Und daraus entstehen bestimmte Verhaltenssüchte. So nennen unsere Psychologen das bei uns im Zentrum. Und diese Verhaltenssüchte, die graben sich in unser Gehirn ein, wie als würde man mit einem Nagel immer wieder in Holz eingravieren. Mit der Zeit hat man dann so eine Rille und in diese Rille fallen wir vom Verhalten immer wieder rein. Das ist also keine Sucht, sondern eine Verhaltenssucht. Das heißt, wir müssen solche Verhaltensweisen überschreiben, wie eine Festplatte, löschen, mit anderen genussvollen Dingen. Nur so geht das. Das heißt, wenn ich die Neigung habe, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine halbe Tafel Schokolade anfallsartig zu verschlingen, muss ich mir überlegen, warum tue ich das? Ist es meine Laune? Will ich mich damit ein bisschen aufpeppen von der Stimmung? Bin ich vielleicht satt? War die Mittagsmahlzeit nicht sättigend genug? Was ich mit Eiweiß und viel Gemüse auch gut schaffen kann. Und dann muss man sich überlegen, welche tollen Alternativen gibt es dafür? Zum Beispiel eine tolle Kaffeemischung, aber ohne Zucker. Und dazu vielleicht 1, 2, 3 Stückchen Edelschokolade eingefroren. Die zergehen dann auf der Zunge und dann hat man nur einen Bruchteil davon genossen, als wenn man so normale Schokolade isst. Also man muss Stück für Stück gucken, wo sind meine Zuckerfallen? Und da hilft natürlich so ein Tagebuch ganz super. Also wo sind meine Zuckerfallen und wie kann ich die ersetzen? Wie kann ich diese Verhaltenssucht überschreiben? Letztlich muss man den abgestumpften Sinn für süß, den muss man wieder sensibler machen. Wenn man das geschafft hat, wie man eine längere Zeit, Monate, Stück für Stück vom Zuckerkonsum runtergegangen ist, dann kommt einem das, was man vorher gegessen hat, widerlich süß vor. Also wenn man total zuckerarm ist, dann schafft man es nicht, eine Cola zu trinken, ohne sie zu verdünnen oder irgendwie Zitrone oder sonst was reinzumachen, weil das einfach wahnsinnig süß ist. Haben Sie da noch weitere Ideen, weil das interessiert mich jetzt, die Sie vielleicht Ihren Patienten dann an die Hand geben? Also Sie haben jetzt eben gesagt, wenn der Zuckerhunger kommt, dann warum nicht mal einen Kaffee? Gibt es da noch weitere Klassiker? Weil mir fallen jetzt nur so bedingt viele ein. Der Grund, warum wir süßes Naschen und häufig ist es auch Schokolade, ist häufig, dass wir nicht richtig satt sind von den Hauptmahlzeiten. Und da liegt es, wenn man zum Beispiel morgens aus dem Haus geht und frühstückt nicht richtig, und kommt dann an den Arbeitsplatz und hat dort irgendwo die Versuchung im Redaktionsbüro oder in der Redaktionsküche, steht so ein Schokoladenteller rum, dann greift man dazu. Es ist ganz wichtig, wenn man ein Frühstücksesser ist, dann sollte man tatsächlich diese Frühstücksmahlzeit auch richtig sattmachend sein. Und dazu gehören einfach 25 bis 30 Gramm reines Eiweiß, für Männer ein bisschen mehr, für Frauen ein bisschen weniger. Und Eiweiß macht eben satt. Also als Test mal, man kann mal so 3 Toastscheiben mit
Marmelade essen oder einfach mal 2 bis 3 Eier. Das ist jetzt mal ein bisschen viel, aber es sind 25 Gramm Eiweiß ungefähr. Und wenn man die 2, 3 Eier gegessen hat, dann merkt man, dass man 4 bis 5 Stunden danach satt ist. Und dann ist man gefeit gegen solche Versuchungen, die überall rumstehen. Und Punkt 2 ist, fürs Mittagessen gilt es übrigens das Gleiche. Also nicht nur diesen Frauensalat ohne Fisch, Käse oder sonst was oder Nüsse, wo man nach 2 Stunden wirklich schon wieder hungrig ist. Und dann kommt irgendeine Kollegin mit dem Kuchen in die Redaktion oder ins Büro und schon ist man geliefert. Weil nach 2 Stunden ist dieser Salat als Sattmacher weg, wenn man nicht noch Eiweiß dazu getan hat oder einen Riesenbergsalat gegessen hat. Und der zweite wichtige Punkt ist ausreichend trinken. Weil unser Körper schafft es, nicht gut zu trennen zwischen Durst und Hunger. Wenn wir nicht genug getrunken haben im Verlauf des Vormittags beispielsweise, und da müssen wir das Defizit der Nacht ja auch ausgleichen, wenn wir da nicht schon so einen Liter am Vormittag zu uns genommen haben, dann kommen wir so in so eine Durst-Appetit-Zustand, in so einen Durst-Appetit-Zustand und den verwechselt unser Unterbewusstsein gern mal, wenn da was Süßes steht, dass wir einfach was Süßes essen. Also ein voller, gedehnter Magen mit Flüssigkeit ist auch ein wichtiger Garant dafür, dass man nicht zugreift. Wir sollten nicht zwischendurch etwas in uns reinstopfen und dazu eignen sich Süßigkeiten ja ganz hervorragend. Und wir müssen uns schon bewusst sein, ich meine, der Eat Smarter Leser, der ist sich schon bewusster, wir müssen uns bewusst sein, nicht zwischendurch essen, kein Snacking und dann sind es nämlich gerade Süßigkeiten, sattmachende Hauptmahlzeiten, 2 bis 3, das gehört, das ist die Basis einer gesunden Ernährung. Alles über 3 Mahlzeiten ist im Prinzip schon nicht mehr wirklich gesund, es sei denn, man isst so ein paar Nüsse als Snack. Das ist nun mal etwas, was man sich übrigens als Snack, da müsstest du dich dann dran gewöhnen, statt Schokolade. Aber man kann sich dran gewöhnen. Eine Handvoll Nüsse macht wirklich satt, weil da Eiweiß, Fette und Ballaststoffe drin sind und ist ein super Ersatz, kann man sich dran gewöhnen. Eben hatten Sie schon gesagt, Kaffee ist beispielsweise ein Ding, womit man sich dann belohnen kann, aber bitte ohne Zucker. Daraufhin fragt Renate bei Instagram direkt, was ist denn dann mit den Zuckerersatzprodukten? Ist das vielleicht eine gute Alternative? Ja, also wir haben, wenn man jetzt den großen Bogen spannt, Zucker, also Süßstoffe, das ist, glaube ich, das Thema Süßstoff damit gemeint, sind eine halbe Lösung. Weil Süßstoffe mögliche schädliche Einflüsse auf unsere Magen-Darm-Flora haben. Und es gibt eine israelische Studie, die im Tierversuch nachweist, dass Mäuse, die viel Süßstoff zu sich genommen haben, ein höheres Diabetesrisiko haben. Und das ist ja eigentlich nicht das, was wir damit bezwecken wollen. Es ist eine Blackbox. Das Problem ist, dass die Süßstoffe okay sind, wenn man damit Kalorien sparen will. Bloß die Masse an Süßstoffen in den Produkten, in den Lebensmitteln der Nahrungsmittelhersteller hat eine derartige Flut von Süßstoffen ausgelöst, dass wir derzeit auch beunruhigt sind darüber, dass diese Ersatzstoffe, die Süßstoffe, auch bedenklich sind. Außerdem helfen sie auch mit, unser Süßempfinden abzustumpfen. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja empfindlich sein für eine geringe Menge Süßes. Und wenn wir uns vollstopfen mit der Geschmacksempfindung Süße, dann sind wir stumpf für überzuckerte Waren. Und dann essen wir brav das, was die Nahrungsmittelhersteller uns so zur Verfügung stellen. Die zweite Sache ist natürlich das auch noch, dass man versucht, Zucker zu reduzieren von Nahrungsmittelherstellerseite und tut immer mehr Fruchtzucker ins Essen. Und Fruchtzucker ist nun wirklich Öl ins Feuer, weil Fruchtzucker die Leberverfettung fördert und damit genauso, wenn nicht gar vielleicht sogar schädlicher ist. Wir wissen, dass Fruchtzucker die Leberverfettung fördert und die Leber ist unser zentrales Stoffwechselorgan und eine verfettete Leber, das ist mittlerweile in Amerika schon Hauptursache fürs Leberversagen, was früher Alkoholgenuss war oder sonstige Gifte und wir sind in Deutschland dicht hinter den Amerikanern, die Fettleber ist so weit verbreitet. Man muss sich vorstellen, wenn unser zentrales Stoffwechselorgan, was also alles herstellt und umbaut und abbaut, wenn das verfettet ist und aufs 2- bis 3-fache so groß geworden ist, dann kann es seine Arbeit nicht mehr richtig machen. Und diese Fettleber kann sich später in eine Fettleberentzündung umbauen und auf der Basis kann später auch Leberkrebs entstehen. Das ist ein Neuzeitproblem, das dürfte so nicht sein. Und deshalb ist Fruchtzucker
ein großes Problem. Nein, Fruchtzucker ist tatsächlich keine Alternative. Außerdem im hohen Maße kann das auch Magen-Darm-Beschwerden machen. Und die Hersteller weichen derzeit vom Zucker in den Fruchtzucker aus. Und das ist auch anders schlimm. Das können wir so nicht lassen. Genau, dazu habe ich jetzt noch eine Frage reingekriegt von Dirk aus Hamburg. Der fragt, wie sieht es denn dann beim Thema Obst aus? Hat er recht, wenn er sagt, oh Gott, Obstsalat ist gar nicht so gesund, sondern eigentlich auch gefährlich? Er hat genau den Punkt getroffen. Das ist nämlich das. Deshalb ist die gesunde Ernährung eher so definiert, dass wir sagen, der halbe Teller sollte voll Gemüse sein. Und dann brauchen wir eine bestimmte Eiweißmenge zur Sättigung und auch für den Erhalt unseres Muskelmantels. Und dann habe ich jetzt gar noch nicht mal von Obst gesprochen. Und wir sollen so 500, 600, 700 Gramm Gemüse und Obst am Tag essen. Leider ist die Realität so, dass der bundesdeutsche Mann, das wäre jetzt hier ein Mann, am Tag 100 Gramm Obst und Gemüse isst, also Gemüse isst. Und gerade Frauen das Doppelte immerhin, aber auch noch viel zu wenig. Aber viele weichen vom Gemüse auf das Obst aus. Und das ist eine gefährliche Sache, weil für Gemüse gibt es keine Obergrenze. Gemüse kann man so viel essen, bis man satt ist, klar. Es gibt keine Obergrenze, aber das Obst, das bei uns ganzjährig auch zur Verfügung steht, ist so hochgezüchtet und so groß und enthält so viel Fruchtzucker, dass wir uns damit tatsächlich auch eine Fettleber anessen können. Es geht also nicht, den Gemüsekonsum durch Fruchtkonsum auszugleichen. Wer kein Übergewicht hat, schlank ist und sportlich, der kann auch mehrere Früchte am Tag essen. Aber man sollte niemals sein Gemüse damit ersetzen. Und nochmal, diese Masse an Süße gehört tatsächlich nicht zur artgerechten Ernährung. Das gibt es nirgendwo. Bei den Ureinwohnern können wir sehen, was artgerechte Ernährung bedeutet. Und die haben diese Zuckermengen nicht zur Verfügung, woher auch immer. Und wir sehen, dass bei den Naturvölkern Arterienverkalkung, Schlaganfall sehr, sehr selten ist. Und dass über 80% der Naturvölker, die sich wirklich natürlich mit viel Gemüse auch ernähren, dass die nicht zur Arterienverkalkung und zum Schlaganfall neigen. Das ist bei uns genau andersrum. Über 80% der Bevölkerung hat ein hohes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Und das hängt auch mit dem Zucker zusammen. Da muss man auch nochmal dazu sagen, dieser Zucker, der fördert bei uns auch die Neigung zu kleinen, stillen Entzündungen. Und deshalb hilft es nichts. Wir müssen davon runter, um das nochmal ganz klar zu sagen, diese kleinen, stillen Entzündungen sind überall bei uns im Körper und wir können sie zum Beispiel auch bei der Demenzentwicklung feststellen. Und man kann die Gleichung aufstellen, ja, ein hoher Zuckerkonsum fördert solche stillen Entzündungen, die auch bei dem Gehirnabbau zu finden sind. Und deshalb kann man sagen, ja, viel Zucker fördert Demenz, ja, am Endeffekt schon. Und viel Zucker kann auch die Krebsentwicklung fördern. Deshalb gibt es überhaupt gar keine Alternative, wenn man davon runter will. Und wir wissen auch ganz viele Erkrankungen, gerade entzündliche Erkrankungen, die mit Zucker, von Diabetes jetzt mal ganz abgesehen, ja, die auf Zucker, auf hohen Zuckerkonsum ganz negativ reagieren. Die nächste Frage, die mich persönlich auch interessiert, fragt Julia Pieper und fragt, ob Honig denn ein geeigneter Zuckerersatz ist. Weil da ist doch jetzt wirklich, da würde ich auch denken, wenn ich in meinen grünen Tee ein bisschen Honig reinmache, tue ich mir direkt was Gutes. Ja, Honig enthält ja tatsächlich auch Fruchtzucker. Einen wesentlichen Unterschied macht das nicht. Der Honiggeschmack bringt in ein Produkt noch eine ganz spezielle Geschmacksnote rein. Möglicherweise kann man die Zuckermenge dadurch reduzieren. Aber der Austausch von unserem Haushaltszucker durch Honig oder Sirup ist letztlich nicht der richtige Weg. Leider. Jessica aus Berlin fragt, ob sie als Diabetiker Typ 2 durch den Verzicht auf Zucker das Risiko für Folgeerkrankungen beeinflussen kann. Und ob man vielleicht sogar seine Medikamente reduzieren kann, indem man auf Zucker reduziert oder komplett verzichtet. Eindeutig ja, das ist so. Wir haben in der Vergangenheit in der Diabetologie den Weg beschritten, dass man gesagt hat, ja, die Lebensqualität ist wichtig, die Leute sollen das essen, was sie wollen. Und wir stimmen die Medikation darauf ab. Ob das nun mehr Insulin ist oder mehr Tabletten. Das ist ein Irrweg, weil wir feststellen, wenn man Zucker mehr oder weniger freigibt oder in hohen Mengen isst, was ja auch viele Diabetiker tun,
dann provoziert man den Niedergang der Bauchspeicheldrüse. Das geht einfach viel schneller und man ist sehr viel schneller dabei, die Medikation hochzuschrauben, mehr Insulin zu geben. Und es gibt ein ganz berühmtes Beispiel dafür, das ist Sigmar Gabriel, der auch Diabetes Typ 2 hat. Und wir haben ja alle gesehen, wie er in den letzten 10 Jahren halt immer mehr zugenommen hat und immer mehr Insulin brauchte, bis es nicht mehr ging. Und deshalb ist das der falsche Weg. Tatsächlich Cut, weniger Zucker, gerade auch bei Diabetikern. Denn Diabetes Typ 2 ist auch eine Erkrankung mit einer entzündlichen Komponente. Ja, und dann sind wir wieder bei diesem Gleichgewicht. Zucker fördert auch noch die entzündliche Komponente. Gleichzeitig erhöht es auch noch den Blutzucker und ruiniert die Bauchspeicheldrüse auf Dauer. Wenn wir also weg von dem Zuckerkonsum kommen, mit mehr Gemüse, dann ist tatsächlich auch im frühen Stadium sogar eine Diabetesheilung möglich. Diabetes ist dann kein unabwendbares Schicksal. Wer das mit der Ernährung richtig macht, erreicht unter Umständen Remissionsraten, wie wir sagen, also Heilungsraten von bis zu 90%, wenn man es richtig macht. Frage von Bernd aus Halle. Er schreibt, ich bin ein großer Fan von Ausdauerlauf. Bisher habe ich mich unterwegs allerdings mit zuckerhaltigen ISO-Getränken versorgt. Das ja, machen viele, denke ich mal. Er sagt, er dachte, er tut sich damit etwas Gutes, aber jetzt, wo wir hier die ganze Zeit über Zucker reden, fragt er sich, ob es vielleicht nicht sogar schlecht für ihn ist, das ISO-Getränk. Die Frage, die stellt er sich zurecht. Nochmal, alles, was die Nahrungsmittelindustrie anfasst, wird verkaufsoptimiert hergestellt. Das heißt, es wird so verändert, dass wir es auch kaufen und auch gerne konsumieren. Und Zucker ist halt leider ein preisgünstiges und todsicher wirkendes Mittel, um Produkte im Verkauf zu pushen. Und das ist mit diesen isotonischen Produkten auch. Ich erinnere mich an die letzte Ernährungsdocs-Folge, die jetzt auch gezeigt werden im Fernsehen. Der Fall ist schon gezeigt worden, von einem übergewichtigen Marathonläufer, der mit 150 Kilo angefangen hat, Marathon zu laufen. Also ich könnte mit so einem Gewicht nicht, also kaum 5 Kilometer schmerzfrei laufen, aber er konnte das, ist ein ganz robuster Mensch gewesen und hat dann seine Ernährung, also hat dann mit Laufen sein Gewicht auf 120 Kilo reduziert, aber da blieb es dann stehen. Und wir haben dann genau geguckt in seiner Ernährung, was ist denn da noch falsch, was könnte man noch besser machen und haben tatsächlich diese isotonischen Getränke bei ihm gefunden. Und damit hat er sich zum Laufen immer noch eine gehörige Zuckerportion gegönnt. Und das als Diabetiker war sowieso schlecht für ihn. Und damit hat er den Effekt des Laufens teilweise ausgeglichen. Und nachdem wir dann diese isotonischen, unnützen Getränke weggelassen haben, hat er nochmal 10 bis 20 Kilo abgenommen. Ist weiter am Abnehmen. Das war schlecht. Mittlerweile ist so ein Supermarkt erklärungsbedürftig. Ja? Wenn man da steht als Orthonormalverbraucher und ist vielleicht noch ein bisschen weitsichtig und kann das Kleingedruckte gar nicht richtig lesen und die Fachbegriffe dort auch nicht, machen wir auch Einkaufstraining, womit den Leuten in den Supermarkt gehen und die zeigen uns, was sie kaufen und dann sagen wir, okay, toll, das ist nicht so schön, ich zeige dir mal Alternativen dafür. Weil darum geht es ja, nicht? Wenn wir mal überlegen, wir gehen ja doch auch immer zu denselben Regalen hin und kaufen immer das Gleiche und daran entscheidet sich das schon häufig. Weil ich falsch einkaufe, habe ich den falschen Kram im Kühlschrank und esse auch das Falsche. Gewohnheiten, und das ist nochmal ganz wichtig, Gewohnheiten zu verändern, ist was total Schwieriges, weil wir alle sind in den ersten 3 Lebensjahren und später noch weiter geprägt worden. Da ist so ein kleiner Chinese eher auf morgens Trockenfisch und Currysuppe geprägt. So ein Kopenhagener, der isst auch einen Fischsalat auf dem Brötchen. Das macht so ein Bayer überhaupt nicht. Aber so ist dann diese Prägung. Und man kann natürlich auch von seinen Eltern verdorben sein in der Prägung. Ich kriege so Hilferufe von Müttern, die schicken mir dann so Mails und sagen, Hilfe, meine Tochter ist 12, isst nur Toastbrot und Nudeln und Fischstäbchen. Da kann man nur sagen, ja, Mutti, du hast tatsächlich deine Prägungsphase bei diesem Kind versaut. Da habe ich die perfekte Frage. Eigentlich wollte ich jetzt erst Andrea rannehmen, aber die muss ich jetzt noch eine Frage gedulden. Und wir kommen zu Corinna aus Berlin, weil die fragt oder die sagt, wir haben zu Hause den Zuckerkonsum drastisch reduziert. Es fällt mir aber schwer, zu meinen Kindern immer Nein zu sagen, wenn sie etwas naschen wollen. Und was kann sie eigentlich machen, damit sich die Kinder dann auch besser mit der Situation arrangieren können und sie ihre Kinder eben nicht verdirbt? Ja, das ist, also die gute Mutter muss tatsächlich die Süßigkeiten reduzieren, auch
Verwandte, Freunde, die ins Haus kommen, sollten damit nicht umherschmeißen. Das ist leider das Problem. Wir haben ja schon diese 250 Gramm Tafeln, die verschenkt werden. Das ist ja Overkill. Das ist ein Zucker-Overkill. Nicht? 250 Gramm sind, wenn ich das mal schnell ausrechne, das sind ja 125 Gramm Zucker. Ne? Richtig gerechnet, ja. Wahnsinn. Ja? Also, es hilft nichts. Man muss mit den Kindern darüber reden. Die verstehen das. Man muss den Kindern Alternativen anbieten. Man muss ihnen zum Beispiel leckeres Gemüse geben. Eine zuckersüße Karotte, was ist das für ein Genuss? Ja? Oder eine Spitzpaprika. Oder man testet mit den Kindern aus, was ist deine Lieblingsnuss? Sind es Pistazien, Mandeln, Walnüsse? Das ist Gesundheit pur. Also solche Snacks mit den Kindern ausprobieren. Und eins muss man noch dazu sagen. Da hilft der Blick ins Tierreich. So ein Orang-Utan, der prägt sein Kind in den ersten 3 Jahren, also das ist die Mutter, die schleppt es dann mit sich rum durch den Wald, die prägt das Kind in den ersten 3 Lebensjahren auf das, was das Kind später essen soll. Und das hat ein Sicherheitsprinzip, weil das Kind soll im Urwald nicht etwas Giftiges essen. Es kriegt von der Mutter übermittelt, was ist hier essbar. Ganz wichtig, denn da kann man schnell mal vom Rücken rutschen, wenn man irgendeine rote Beere in den Mund steckt. Das Kind hat auch die Abneigung gegenüber allen Fremden. Es ist nur das, was die Mutter ihm gibt. Und das ist unsere Rolle als Eltern. Das heißt, wir müssen unsere Kinder prägen auf eine gesunde Ernährung mit Gemüse, mit auch Eiweiß und auch mit Nüssen, mit Pilzen. Und die müssen satt werden zu den Hauptmahlzeiten. Dann kommen sie nämlich nicht zwischendrin angelaufen und sagen, hast du mal was Süßes? Das ist ganz wichtig. Die müssen pappsatt sein, die Kinder. Und zwar eben nicht von Kartoffeln, Reis und Nudeln, den Kohlenhydraten, die dick machen, sondern von Gemüse und auch der richtigen Eiweißmenge. Und dann haben wir unsere Kinder geprägt und wir prägen sie dann nicht auf Süßes. Und ganz wichtig, nie Schokolade zum Trösten. Und wenn Schokolade, dann in kleinen Portionen. Das muss das Kind verstehen. Ansonsten übergibt man das Kind tatsächlich, muss man sagen, wir sehen es ja Land auf Land ab, ins Verderben. Ich kriegte vor 2 Wochen, und der wird ein neuer Fall bei den Ernährungsdocs im nächsten Jahr, ein 8-jähriger Berliner, der zu mir kam mit Bluthochdruck. Und die Eltern waren arg beunruhigt, weil sein Opa ist mit 55 tot umgefallen. Und der hat jetzt mit 8 Jahren schon Bluthochdruck. Und beim Durchblättern der Unterlagen stelle ich fest, der hat ja auch schon Diabetes. Ja? Also darum geht es. Ja, es hilft nichts. Wir leben in einer ernährungsfeindlichen Umgebung. Man muss das adressieren. Wir Eltern müssen tatsächlich auch Richtung vorgeben. Wir prägen unsere Kinder. Und wenn man die Kinder richtig geprägt hat, bleiben sie dabei, weil der kleine Chinese isst gerne seine Currysuppe zum Frühstück. So, da ist er geprägt drauf. Und er mag gar kein Schwarzbrot. Und wir haben die Chance, ein Kind zu prägen. Friederike aus Pegnitz fragt, sie ist dünn und gesund. Und sie fragt, muss ich wirklich so sehr auf den Zucker achten? Ich frühstücke gerne morgens im Auto auf dem Weg zur Arbeit einen Schokoriegel. Sie sagt, der gibt dir Energie und die hält dann bei ihr auch bis zum Mittag. Darf sie den denn jetzt weiter essen? Oder? Ja, klar. Das kommt jetzt darauf an, was kommt da noch an Zucker? Das ist aber die wichtige Frage. Also so ein Schokoriegel, okay. Aber wenn sie damit tatsächlich zwischendurch nichts mehr snackt, alles gut, dann war das. Sie ist eigentlich fast ein Nicht-Frühstücker, das ist in Ordnung. Morgens gönnt sie sich diesen kleinen Genusskick, in Ordnung. Wenn da nicht mehr viel an Zucker dazukommt, warum nicht? Im Prinzip wäre ein Frühstücker einer, der tatsächlich morgens richtig satt werden muss. Und wenn er das nicht tut, dann hat er schon um 10 wieder Hunger. Aber das kann man machen, ist in Ordnung. Es kommt immer auf die Gesamtbilanz an. Wir haben alle unsere kleinen Söhne und die sollen wir auch behalten. Das Thema Achtsamkeit ist nochmal ganz wichtig. Wir haben viele Patienten, die wissen alles über Ernährung. Und die machen auch Sport. Und man sagt, aber ich schaffe es nicht. Ja, warum ist das so? Ich habe ja alles verstanden. Ich kriege es nicht umgesetzt. Und das Umsetzen ist in der Tat ein großes Thema. Und dann machen wir mit diesen Menschen ein Achtsamkeitstraining, achtsames Essen. Und da sehen wir, wie sehr Essen bei uns zur Nebensache verkommen ist, wie wir mal zwischendurch was essen oder wenn wir Schokolade essen und stopfen das in uns rein, es ist gar kein Genießen mehr. Es ist ganz wichtig, dass man Ruhe hat beim Essen, nicht nebenbei essen, dass man auch mal ab und zu Messer und Gabel wieder hinlegt und einfach mal merkt, was man da kaut. Gut kauen, gut
Schlucken und ein nicht geringer Prozentsatz von Magen-Darm-Beschwerden kommt einfach daher, weil die Menschen hastig essen, beim Reden, runterschlucken. Und so schluckt man schnell mal 2 Liter Luft am Tag. Und da muss man sich nicht wundern, wenn man dann Bauchschmerzen hat. Wie lässt sich das Bewusstsein der Bevölkerung für Zucker denn nun eigentlich verbessern? Also natürlich mit Eat Smarter, aber was wäre Ihre Empfehlung? Also tatsächlich ist es so, dass die Medien, wie jetzt Eat Smarter hier beispielsweise, die Hauptrolle bei der Aufklärung der Bevölkerung haben. Der Staat hat sich komplett weggeduckt bei der Aufklärung der Bevölkerung, also so komplett. Ja, sogar eine Deklaration, die Regierung streitet sich, wie wir deklarieren. Es ist mir jetzt mittlerweile egal, wie wir deklarieren. Hauptsache, wir deklarieren irgendwie, sodass sich keiner entscheidet. Das ist auch die Frage, wir brauchen natürlich auch eine Zuckerabgabe, wie die Engländer das jetzt durchgeführt haben. Runter mit der Mehrwertsteuer von Gemüse, warum soll das noch teurer gemacht werden? Rauf mit der Mehrwertsteuer von ungesunden Produkten. Und sofort fangen die Hersteller an, ihre Rezepturen zu verändern. Aber sofort. Ja? Und das ist ganz wichtig. Und indem die Hersteller langsam, Stück für Stück von dem Zuckerberg runterkommen, haben wir eine Chance, da wegzukommen, weil wir können nicht erwarten, dass man durch den Supermarkt geht und Produkte studiert. Das passt einfach nicht ins Leben. Die Politik ist da einfach gefordert. Die Medien leisten ihren Teil, aber wirklich bravourös. Das Interesse der Medien ist groß. Das freut mich. Und die Bevölkerung, die Leser, die Zuschauer von den Ernährungstalks, die interessiert das. Die wollen in die Richtung, aber haben so die Unsicherheit, wie soll ich das machen? Und dabei helfen halt die Medien, wie jetzt auch Eat Smarter, super. Mein Tipp wäre auch, sich halt Rezeptbücher auch zu kaufen, wo wir lernen können, mit weniger Zucker zu leben. Und dann schaffen wir das. Es ist alternativlos, weil man muss sagen, die jetzt Geborenen werden mit dieser Ernährung, wie wir sie hier üblicherweise haben im Westen, nicht mehr so alt wie die Generation vor ihnen. Noch haben wir einen Anstieg der Lebenserwartung. Aber woher kommt dieser Anstieg der Lebenserwartung? Das sind ja die Menschen, die vor 80 Jahren geboren wurden. Und die haben sich nicht so ernährt, wie es in unseren Supermärkten ist. Das heißt, wieder kleine 8-jährige Berliner, die haben die Zivilisationskrankheiten, die Oma mit 60 bekommen hat. Die haben die jetzt. Und wir können nicht sicher sein, dass selbst wenn wir schlank sind und uns gesund fühlen, dass wir dabei nicht auch Krankheiten fördern und zum Ausbruch kommen lassen, die in uns schlummern. Denn irgendwann sind wir 40, 50 und dann fragt man sich, wo habe ich denn jetzt das her? Und genau das wollen wir verhindern. Alles klar. Wir müssen also die Politik mehr in die Pflicht nehmen mit richtigen Steuern, damit die Lebensmittelindustrie dann logischerweise nachzieht. Ja, die würden das auch tun, aber man muss sie ein bisschen Druck ausüben. Wir kennen das aber auch, die Geschichte beim Nikotin war das Gleiche. Die hatten lange freie Hand. Wir haben das Gleiche beim Dieselskandal. Und wir haben jetzt, so leid mir es tut, wir haben einen Zuckerskandal, eine Überflutung der Nahrung.